Hallo und guten Tag aus Auckland, Neuseeland. Wir sind hier seit letzten Mittwoch im sogenannten Lockdown, im Level 4. Dies ist ähnlich wie in Deutschland. Das bedeutet, dass alle non-essential Unternehmen und Geschäfte bis auf Weiteres geschlossen sind. Aber es ist auch eine ganz große Bitte an alle Neuseeländer, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und sich nur lokal und im engsten Kreise, im sogenannten Bubble, zu bewegen. Welche Hilfsmaßnahmen hat das neuseeländische Government bis jetzt eingerichtet, um neuseeländischen Unternehmen zu helfen? Am 17. März wurde ein sogenanntes Economic Response Package veröffentlicht. Dieses Response Package ist bis jetzt das größte, was die neuseeländische Regierung veröffentlicht hat. Sogar größer als das, das während der Global Financial Crisis veröffentlicht wurde. Es beinhaltet 12,1 Milliarden Neuseeland-Dollar. Und war sofort online verfügbar für Unternehmer und Unternehmen, sich dort einzutragen, anzumelden und Hilfe zu beantragen. Worauf hoffen Unternehmen und Menschen in Neuseeland nun? Wie geht es weiter? Nun, wir sind erst seit einer Woche im sogenannten Lockdown. Dieser Lockdown ist für 4 Wochen angesetzt. Das heißt, es ist sehr, sehr früh zu sagen, wie sehr das Hilfspaket Unternehmen helfen wird durch diese lange Zeit. Aber auch auf was Leute jetzt hoffen, außer dass natürlich nach 4 Wochen dieser Lockdown gelockert wird und dass man eine Art Normalität wieder zurückfindet. Das ist natürlich auch sehr stark von den Fällen abhängig, die jeden Tag dazukommen. Heute waren es 47 mit weiteren 14, die noch nicht bestätigt sind. Und damit hoffen wir, dass unsere Gesamtanzahl von 647 jetzt langsamer steigen wird. Aber die Bitte der Regierung, stay at home und save lives, ist natürlich damit umso wichtiger. Und hiermit verabschieden wir uns auch noch.